So, da sind wir wieder. Es Hallo. pisst, wie aus Hallo Eimern. zurück. So, wenn wir jetzt was gebaut haben, wo wir uns auch kurz mal unterstellen können, damit wir nachts nicht die ganze Zeit kloppen können, dann sage ich euch auch ein Geheimnis. Brauchst du nur einen Erdklumpen, wo du dich einmauerst. Nicht nur für mich. Na gut, dann zeig uns dein Geheimnis. Ich will sein Geheimnis gar Ja, nicht sehen. Zum Beispiel. Entweder hier oder du machst einen Erdklumpen drumherum, den wir nachher wieder abreißen. Dann baue ich halt selber was und sag euch später was. Ach, du machst eine Bergbude. Ja, erstmal einen sicheren Unterschlupf. Und dann Na? könnt ihr schon mal Betten machen. Haben wir doch. Betten sind schon da. Sind in So. der Kiste. Ist doch nichts mit. Dann nehme ich mal zwei Steinchen. Blatt mal kurz den, die Öfen für Essen zu machen. Weil, Oh, es verdammt. schneit. Ist das schön. Ja. Bist du ganz oben auf dem Berg, oder? Ja, guck mal. Kann Winkel grad. Dann können wir natürlich auch, dann können wir auf der anderen Seite hinten wieder rauskommen und dann Glas einsetzen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich will nicht ins Wasser Ach gehen, dann werde ja, ich wir haben nass. Ofenkartoffeln. Ich habe übrigens das Feld eingesammelt, und ich würde Butter nachher in machen. Kombination mit dem Wasserfall von hier oben irgendwie da unten im Feld hinmachen. Was haltet ihr davon? Das sieht bestimmt gut aus. Hat denn irgendjemand einen Eimer? Ja. Ja. Mit Wasser. Ja, super. So. Aber wir sollten trotzdem. Boah, dauert das Oh nein, lange. Creeper, 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 Creeper. Ach. Zombie, Zombie. Ach, Skelett, Skelett. Wenn ihr mir kurz helft, dann sage ich euch auch das Geheimnis. Ihr werdet euch freuen. Okay, Wir du helfen hast dir. eine Schlucht Moment. entdeckt. Ich will Weil auch ich höre die das ganze Zeit Geheimnis. Höhlengeräusche. Habe ich einen Fisch gefunden? Wo bist du denn? Er ist da Bin reingebaumt. hier. Hier? Ah ja. Wo darf ich dir denn helfen? Ja, hier erstmal einen Erstmal Licht schönen machen. Raum machen, dass wir ja, einmal Licht machen, weil ich habe nämlich keine Fackeln. Dann also die Betten hier irgendwo reinbauen. Ach, die Betten bringe ich mit. Wo warst du nochmal genau? Ach, da Da ist unten. ein, genau. Wow, so ein dicker Bett. Wie Einfach schon groß willst du es denn mal in machen? die Gegend stellen, die Betten. Kannst du an irgendeine Wand schon mal schön stellen. Fackeln habe ich jetzt auch in die Kiste getan. Ach, super. So, wenn jetzt alle hier sind, dann sage ich euch, dass ich 95 Eisen auf der Tasche habe. Ah, Sehr was denn hier gut. näher? Bräuchte mal Eisen für eine Axt. Habe Guck schon mal, ich habe aus uns lauter sogar ein Verzweiflung mir eine Ölbett Steinaxt gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, wie langsam das Steinabbauen geht. Ja, Ja, wo ne? ist das vierte Bett? 1, 2, 3, 4. Ah, da, hinter mir. Der Legasthen hin. Gut. Eisen. Kiste? Ich bin hier. Gib mir Ich doch hab bitte Kiste. Eisen. Ich hab Kiste. Moment. Kiste, Kiste, Ich hab Kiste. Rücken. Er hat Kiste. Oh, wie Eine hier, motiviert die eine plötzlich da. alle sind, weil Zack. sie Eisen haben wollen. Zip. Zwei. Brauche am Morgen. Gib mir So. Nein. 22. Geht leider nicht. Schade. Los, jetzt in Falle. Ist so krass. Regen, Schnee. So. Regen, Schnee. Ich mache mir direkt, würde ich sagen, erstmal eine Rüstung. Haben wir denn genug, dass ich mir eine Rüstung machen darf? Bestimmt. Denke schon. Ich hätte auch kein Problem Hat mit. Ich jemand mache mir im eine? Moment nur kurz mal einen Spitzhack und ein Schwert, weil ich habe beides nicht mehr. Da So, ist da ein ist auch eine Messer. Workbench hier drin. Ach so, ich mach's gerade draußen. Herzlichen Glückwunsch. Zu den Waffen. Gratulation. So, restliche Eisen von mir habe ich in die Kiste. Dann gehe ich mal weiter Holz fällen. Ach, ich habe schon drei Setzlinge. Alles klar. Eine Tür haben wir auch. So, mal umswitchen.
Ja, wird. Ja, so. Wird. Braucht man das? Ein Eisenschwert, soll ich noch in die Kiste Eisenschwert da machen? Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Soll sich jeder machen, wenn er braucht. Okay. Weil ansonsten haben wir nachher kein Eisen mehr. Und dann stehen wir da, wenn wir dann auf einmal noch eine Schere brauchen oder sowas. So. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Ich bleib doch mal weg elf von Eisen habe ich noch. Eisen tue ich wieder zurück. Ja, ich gucke mal, das ist irgendwo. Ja, es wird langsam wieder düster. Ja, es wird dunkel. Leute, es wird dunkel. Ich hoffe, das habt ihr bemerkt. Ja, ja. Wollen wir die Nacht überschlafen jetzt, wo wir Betten haben? Also, so. Runner weiß, wie es zu unserem anderen Haus geht, von daher. Ja. Ja, ich finde das schon. Du bist ein Monsterjäger. Also ich fände es auch gut, wenn wir die Nacht überschlafen. Ich habe schon einen Creeper und ein Skelett hinter mir. Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Oh. Ach, schade, es regnet. Also toll. Komm mal zurück. Ja, an sich ständig halt neue Rüstungen, neue Schwerter machen zu müssen, das ja. Auch so. Na gut. Mal abgesehen davon, dass wir kaum noch Pfeile haben. Ich habe noch 16, ich teile sogar mit dir. Ja, die Aktion können wir jetzt langsam vergessen, ja, ja. Einen Feuerstein habe ich gefunden, der lag da so rum. Hm, hm. Feli? Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich muss mal gucken, wie ich hier hochkomme. Hallo? Ist er den Dom mal nicht so an? Ich hab dich nur graben sehen. Hm? Ja, sehen. Der Nachteil, dass du auf meinem Bildschirm gucken. So, was ist denn in der Woche noch passiert, Schönes? McDonald's hat einen Bio-Burger. Flüchtlinge. Aber ja, wollten wir ja nicht drüber reden. Genau. Was gibt's noch? Ich weiß nicht, das ist. Bin ich gleich beleidigt. So, da bin ich. Okay. Du bringst drei hier. Zombies mit? Das ist schon krass. John Dingelong. Was ist los? Ja. Komm mal hörsch. Naja, ich war ja schon länger hier drin, warte. Ein bisschen lahm dann. Ah, sieht lustig aus. Ihr habt alle was in der Hand. Ha. Nicht mal hier in Ruhe kann man. So schnell raus, schnell. Ja. Ja. So. Zip. So, also einiges an Tandara da hier drum rum. Hinten ist eine Hexe. Die Hexe ist doof. So, das heißt, ich kann den Kompass wegtun. Ich möchte sie nicht. Nö. Ich hab auch ein bisschen. Zack. So, ich hätte ganz gern den Eimer. Ja, ich muss gerade die Hexe tot machen. Macht nichts. Ist nur einer in der Kiste. So. Ich noch dabei. Kannst du nicht erschießen mit Pfeil und Bogen? Den die Hexe ist doch. Ja. Okay. Doch, geht. Muss nur fünfmal draufhauen. Lohnt sich nicht. Ha. Ich mal drauf geschossen, kommt der Runner, haut einmal drauf und sammelt sich alles ein. Entschuldigung. Ja, typisch. Der alte Looter hier. Der Wenn King ich Run. Sterbe, darfst du meine... Der alten Looter. Darfst du meine Punkte haben. Ah. Nenn ich jetzt nur noch du Gronk. Die holen wir sowieso. Weiß. Weil wir müssen deine Sachen ja holen. Müsst nicht, aber macht Sinn. Das wäre doch Verschwendung. Natürlich. So, da. So. Schade. Hui, ein Fichtensetzding. Naja. Ein Fichtendickicht. Ja, die Setzlinge könnt ihr alle in die Kiste tun, die sammle ich nachher ein zum Neubepflanzen. Yeah, wir pflanzen Bäume. Wir bauen ein Haus und machen ein. Eine Party? Das sowieso. Wir feiern eine Party. Oh, wir grillen.
Grillen, oh lecker. Ganz viel verdorbenes Fleisch. Das dürfen wir dann essen. Während ich mich über die Salate hermache. Mist, sie will die Salate. Plopp. Plopp-Golof. Oh, die Kohle hier eingesammelt. Hier liegt die Kohle hier rum, das hier wird nicht. Verschwendung. So, Eimer. Wo haben wir den Eimer? Da ist ja, immer noch. Ja. Zack. Ich habe aber auch noch einen. So, müssen wir mal gucken hier. Hier ist ein Setzling. Setzlinge bitte einsammeln in die Kiste. Machen wir mal jetzt noch eine Fackel hin. So, ich sollte noch Wasser in den Eimer machen, ne? Wäre gut, ne? Ja, ja. Oh, ja, ja. Schildbürger, du transportierst willst, Luft. Willst du einen Eimer Wasser haben? Sollen wir tauschen? Kriegst du einen leeren? Ich nehme den vollen. Da hinten ist Lava. Das ist Arbeitsteilung. Das danke. Ist Teamgeist. Diese Leiter ist auch schon hier. Aber sind hier auf jeden Fall relativ viele Bäume hinter dem Dingens. Baue ich auch gerade alle ab. Aber ich setze auch wieder. Das ist gut. Oh, eine. Habe ich denn Erde dabei? 4 Stück. Sehr gut. Dann gehe ich mal hier rüber. Willst du nur meine Äpfel haben? Hallo? Geht. Was? Wie geht? Muss wieder so ein Witz aus den 80ern sein, den ich verstehe. Ich finde Katja hat schöne, also Tafeli hat schöne Äpfel. Wir hatten gerade eben noch welche. Ich habe schöne Äpfel? Ja, du hast gesagt, du willst nur deine Äpfel Wasser haben. Kommt. Ja, ah, la la. Ja. So. Wir können rein theoretisch hier unten. Müssen wir aber nicht. Genau. Müssen wir aber nicht, können wir aber. Ich würde gerne hier keine Setzlinge hinmachen, weil ich wollte eigentlich hier so ein bisschen ein paar Beete hinmachen. Ja, mach weg. Hier unten drunter, wo kein Licht dran kommt. Nein, guck mal, hier kommt doch Licht dran. Hier in der Ecke. Beete. Guck mal. Rechts und links. Was meinst du? Oder nimmt das die Aussicht weg? Also ich hätte jetzt hier in der Mitte einfach so ein schönes gemeinsames Beisammensein Rondell Ding Platz oder sowas hingemacht. Ich suche mal. Teddy war so viel mit mir im Urlaub. Ja. Nee, da hast du recht. Ansonsten, wenn du mal mitkommst, haben wir hier vor der Hütte Holz. Vor der Hütten. Ist gerade schlecht. Moment, ich bin nämlich gerade an der Küste, wollte gerade Wasser holen. Moment, ich komm zurück. Wart ihr eigentlich schon mal auf dem Oktoberfest? Ja. Und? Ja, also ich war ja schon als kleines Kind schon drauf, aber also ich bin jetzt nicht so der an die Zelte geht und dann für 11 Euro eine Maß bestellt oder so. Das finde ich auch. 11 Euro kostet die? Boah. Ja. Meine ich so. Aber ist auch weniger umgesetzt worden. Ja, bisher, wir haben mal unseren Pool, unseren späteren natürlichen. So, und hier haben wir eigentlich schön Fläche, die man nutzen kann für genau sowas. Gut, kann man noch ein bisschen planieren. Soll man denn irgendwie eine Winderntemaschine machen? Nö, ne? Brauchen wir nicht. Ah. Hier an der Stelle nicht. Kann man ja hier die natürlichen Berge nutzen. Ja, deswegen. Okay, gut. Ich kümmere mich um die Nahrung, würde ich dann sagen. Das ist ja gut. Kann dir hier ein bisschen was beim Planieren helfen. So. Ich mache jetzt einfach mal eine Schaufel. Ich glaube jetzt. Hä? Da stehen hier Klötze in der Luft. Ja, sind Holz. Ja, hakt alles ein bisschen. Ehrlich? Ich hatte eben auch erst irgendwie so fünf Sekunden später, nachdem ich schon weggespült worden bin, das Wasser gesehen, wie es unten ankam. Nur nochmal betonen, dadurch, dass wir jetzt Glasfaser haben, nein, es liegt nicht an uns. Nee, das. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Da steht einfach nur so ein. Oder der hast du schon abgebaut, das kann auch sein. Holz oder was? Ja, so, steht so ein Birkenpfahl. Und da ist ein. Also ein Stamm und da ist eine Lücke zwischen und oben geht's weiter. Und das Grünzeug ist auch schon weg. Okay. Wo bist du denn? Ja. Ich bin auf so einem. Ja. Ne? So.
Hier hinter. Ich bin über den Berg quasi. Oder? Ja, dann ja, da tendenziell bin ich auch. Dann kann nach rechts. Genau, nach rechts rum. Ja, da bin ich auch, circa. Ja, dann warst du das vielleicht doch. Kann natürlich sein. Wo ziemlich viele Bäume sind. Ja, ich hab unten relativ wenig abgehauen, dafür habe ich hier oben. En masse. Gut abgehauen. Ja. Mach das einfach hier runterwärts. Ne? Ja, hast du gesehen? Das. Chirp, ja. Chirp. Hast du noch Erde dabei? Das ist in der Truhe, glaube ich. Relativ viel. Was? Erde. Danke. Achso, das ist ein Zombie. Was machst du? Ich mach hier viel. Fläschchen. Ja. Bist du an der Lava vorbeigelaufen, so im Lavasee? Nein. Achso, nee, da bist du nicht hier. Ist aber echt schön hier. Ich möchte mich eigentlich am liebsten hier einfach mal hinflezen und die Natur genießen. Sieht echt schön aus. Ein Liedchen trällern. Ja. Hier fehlt ja schon wieder ein Stück vom Baum. Also schon echt was. Und du hast schon abgeholzt. Bestimmt hast du hier abgeholzt. Sondern du Lava nicht gesehen. Aus. Ja, ja. Absolut. Wer von unseren Zuschauern der Meinung ist, der Lomdom soll mal ein Liedchen trällern? Nee. Schreibt's in die Kommentare. Genau. Schreibt's noch ein Lavasee. Ja. Schreibt's in die Kommentare. Oh, sind Pilze. Echt schön hier. Jetzt beginnt die Wüste wieder. Mitten im Baum? Genau, mitten im Baum beginnt die Wüste. Ich muss nur durch diesen kleinen. Nee, durch die Wurzeln komme ich ja in die Parallelwelt. Falsches Spiel. Ja. Es sind viele Rätsel und sonst wie, die man aus irgendwelchen Spielen kennt, die oft sich also einfach nur wiederholen. Ah, oder aus generellen Mythen. Und ja. Durfst oder du das, gestern, genau. Wir wohnen ja hier im Rheinland und ich arbeite in Bonn. Und da durfte ich mir dann von einer Arbeitskollegin bloß erzählen lassen, dass es in Bonn mal einen Werwolf gab. War wohl okay. Dieser auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mhm. So, das steht sogar wohl in Bonner Chroniken. Wie lange ist das denn her? Weiß ich nicht, so genau haben wir uns da nicht unterhalten. Achso. Das war draußen bei einer Zigarettendinge. Vor 3-4 Jahren oder so. Nee. Ja, klar. Bonn ist ein großes Dorf, muss man dazu sagen, finde ich. Ja. Bonn ist wirklich ein großes Dorf, aber ein schönes. Also ich mag ja Bonn sehr, sehr gern. Das stimmt. Arbeite da sehr gern. Und wenn ich ein Stadtmensch wäre, würde ich bestimmt auch gerne da leben. Aber dafür bin ich doch zu viel Dorfei. Dorfei. Nur im Dorf halt immer der Nachteil ist, dass du da, wenn du irgendwelche Spaten hast, dann hast du die Spaten da. Dann kannst du denen schwerlich aus dem Wege gehen. Und du brauchst lange, bis Glasfaser kriegst. Ja. Ja. Das ist mit dem Ausbau in der Stadt dann doch. Jahre, doch. Also ich hatte bei einem Anbieter gesehen gehabt, dass der geworben hat, so für 50 Mbit. Und ich dachte mir so, ja, und? Da bin ich dann nach Köln gekommen und da hat er gesehen, dass der geworben hat mit 200 Mbit. Wow. Ich dachte mir, was, ja, 200 Mbit zu Hause? Nein, ich nicht. Das wäre aber dann doch etwas zu kostspielig und vielleicht ein bisschen too much. Vielleicht kommt das noch, mal gucken. Oh, aber so momentan. 200, hm? Wird wieder dunkel. Ja, ich komme auch zurück. Jetzt gerade noch ein paar Bäumchen noch. So. So, was macht die Müdigkeit? Wollt ihr schlafen gehen? Soll ich nach Hause kommen? Ja, ich muss schon schlafen gehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung das zu Hause lag. Ich glaube, da hinten, wo die Schnee waren. So, da kommen wir auch mal zurück über den. Ich komme mal über den Berg. Auch noch über den Berg. Lass mich raten, wir gehen bestimmt gerade über denselben Berg. Oh, da kommt quasi ein Wasserfall. Nee, ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Wasser aus dem Berg raus. Das sieht auch schön aus. Ach, sieht das schön aus. Ach. Ach, heute ja. So romantisch. Ja, ich weiß auch nicht. Bin ein bisschen müde, aber weiß nicht. Ich muss auch pinkeln. Sehr romantisch. Du willst eine Pipi-Pause machen? Ja, müssen wir jetzt sowieso hin. Ja, die Folge ist ja nicht wieder rum. Gehen musst du ja nochmal auf Klo, ne? Das eben. Ich mal so. Ne? Genau. Ah, nein. Warum ist auf dem Weg nach Hause alles mit Steht Monster? Steht der eigentlich auch mal nachts auf zum Pinkeln? Nein. So alt bin ich nicht. Selten. Sehr selten. Hm?
Nur wenn ich Bier getrunken habe. Weil ich aber auch sagen muss, wenn man sich das einmal angewöhnt, dann passiert es immer wieder, dass man nachts muss. Okay. Also ob das so ein Altersproblem ist. Aber ich bin ganz froh, wenn ich durchschlafe. Ja, ja. Nee, ich schlafe auch durch. Deswegen, ich kenne das auch nicht so. Ich muss manchmal morgens aber auch nicht wirklich viel pinkeln. Ja, ist wichtig, ist wichtig. So. Das heißt, ich wundere mich, wo das Ganze bleibt. Entweder schwitze ich das aus oder... Das wird dir ausgesaugt. Das Bett ist... So, Aureli? Ich jetzt hier wieder die Anstandsfrau sein. Ach, komm. So, und wir legen uns hin. Seid ihr alle da? Nee, der Runner fehlt noch. Hallo. Einer fehlt ja immer. Ah, da hinten. Ich lieg da schon. Rechter Platz ist... Tom. Ja? Nee, alles gut. Noch nicht. Jetzt gibt er mir wieder sein Gammelfleisch. Alles klar, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was kriegst du wieder? Ah ja, weiß ich. So. Ja, das ist wohl wahr. Die Endcard muss ein Traum sein. Ich würde sagen, wir machen hier ein paar Fenster rein, weil es mufft hier unheimlich. Irgendeiner von euch hat Zwiebeln gegessen. Die ist süße. Vielleicht kannst du auch einfach mal duschen gehen. Ach, das war's. Naja. Wir bauen uns auf jeden Fall eine Bergbude. Das ist es, richtig. Bitte mit Frauenabfallloch. Ja, genau. Was ist denn ein Frauenabfallloch? Riecht nach Fisch? Ich habe auch gerade gedacht. Wir sollen Fisch mit reinmachen. Jetzt das geht. Seid so gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.